Die Fraktion Die Linke. Schönen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um das auszugleichen, was Kollege Stinner eben gesagt hat, möchte ich gleich ankündigen, dass wir den beiden Anträgen zustimmen werden, weil sie einfach politisch richtig und vernünftig sind. Und dann braucht man auch nicht, um Parteigrenzen zu debattieren. Ich muss Ihnen sagen, mich hat das unendlich traurig gestimmt. Das Bild eines völlig resignierten, verzweifelten Präsidenten Abbas vor den Vereinten Nationen zu sehen. Das ist an meine eigene Seele gegangen. Ein Mann, der so lange für einen Ausgleich zwischen Palästinenser und Israel gekämpft hat, auch in den eigenen Reihen gekämpft hat, am Ende zu sehen, wo eigentlich nur noch die Botschaft bleibt, wir schmeißen alles hin. So, das darf man so nicht weitertreiben. Ich war jetzt gerade in Israel nochmal und in Palästina. Ich rede mir ja selber Mut zu. Und meine Erfahrung ist wirklich massenhaft, dass die Leute einen erklären, auch in Israel erklären, zu Recht erklären, die Zwei-Staaten-Lösung ist die beste Lösung, die man erhalten kann. Alle Eckpunkte der Zwei-Staaten-Lösung liegen vor, aber keiner glaubt mehr dran. Das ist das eigentliche Problem. Und ich möchte, dass wir den Glauben politisch untermauert an die Zwei-Staaten-Lösung, weil wir sie brauchen, um Stabilität zu erhalten, erneuern. Und deswegen sage ich Ihnen zuerst mal ein positives Beispiel, was mich sehr glücklich gestimmt hat. Ich habe 2 Jahre mit israelischen Freunden, jüdischen Freunden aus Israel und Palästinensern an einer Ausstellung gearbeitet von jungen Künstlerinnen und Künstlern, die unter dem Namen Wunderland in Haifa eröffnet worden ist. Die wird im Februar hier in den Bundestag kommen. Das war für mich ein Projekt, wo man praktisch nachweisen kann, dass Palästinenserinnen und Palästinenser und Jüdinnen und Juden an einer gemeinsamen Sache arbeiten können und dass alle reicher und klüger werden dadurch. Und ich möchte dieses Beispiel übertragen auf die staatliche Ebene. Es gewinnen durch die Zwei-Staaten-Lösung alle in einen solchen Prozess. Wenn man die Zwei-Staaten-Lösung aber ernsthaft will und nicht nur darüber redet, gucken Sie sich die Reden von Netanyahu an. Er spricht von der Zwei-Staaten-Lösung. Schon in seinen Reden wird deutlich, dass er das Gegenteil betreibt, auch politisch, in der politischen Praxis erst recht. Was Netanyahu vorschlägt, ist ein Israel bis an die Grenzen des Jordans. Und das wird mit Siedlungen durchgesetzt. Man darf nicht nur gegen die Siedlung verbal protestieren. Man muss klar machen, dass diese Siedlungen das Ende der Zwei-Staaten-Lösung sind. Die Palästinenser haben angeboten, dass sie eine Zweistaatlichkeit für die Siedlerinnen und Siedler für möglich halten, also israelische Staatsbürgerschaft und palästinensische Staatsbürgerschaft. Da passiert ja sehr viel. Ich bin glücklich, dass die Palästinenser nicht zu einer neuen Intifada aufrufen, sondern dass sie das Prinzip der Gewaltfreiheit versuchen, in der Politik durchzusetzen. Wäre es nicht mal notwendig, dass dieses Parlament endlich sagt, das ist eine richtige Entscheidung, aber wir helfen euch dabei, auch eure Rechte zu verteidigen. Solche Signale brauchen wir. Das Grundproblem ist die Besatzung. Und die Besatzung muss beendet werden. Kerstin Müller, ich war an dem gleichen Ort, in Susa heißt die kleine Stadt. Wer in Hebron an der Grenze gestanden hat, der kapiert, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich finde, das müssen wir auch als Deutscher Bundestag Israel sehr deutlich sagen. So, und ich erwarte von der deutschen Bundesregierung, ist ja auch interessant, dass hier keiner was zu gesagt hat, dass man in der Vollversammlung der Vereinten Nationen den minimalen Vorschlag, den Beobachterstatus den Palästinensern zu verleihen, das ist ja die sogenannte Vatikanlösung, dass man diesem Vorschlag zustimmen wird, dass man in Europa dafür wirbt, dass man endlich einen Schritt weiterkommt. Was wollen Sie dem Präsidenten Abbas anbieten? Was soll der seinen Leuten sagen, wenn er sagt Gewaltfreiheit? Er hat doch nichts in der Tasche und ist ihm nichts in die Tasche gepackt worden. Und das ist sind die Dinge, die geändert werden müssen. Ich möchte gerne, dass wir zusammen Mut finden. Ich freue mich über die Ausstellung im Willy-Brandt-Haus, das Schweigen brechen. Ich war da. Eine sehr beeindruckende Ausstellung. Finde ich auch toll, dass Willy Brandthaus der Gastgeber ist. Wir werden gemeinsam im Bundestag die Ausstellung Wonderland sehen können, wie ein politischer Konflikt kulturell verarbeitet wird. Lade ich Sie zu ein und bitte Sie auch, solche gemeinsamen Projekte zu unterstützen. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Kollege Thomas Silberhorn für die Unionsfraktion.